Ja. Und rein da. So, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in Bütze. Ja, Bütze, die einzige Stadt, die wirklich genial ist. Allerdings auch genial ohne Wasser. So, wir bauen hier bereits neue Brunnen mit Direkteinspritzung ins Werk, das komplett am Wasser hängt. Die Tanks sind zum Teil gefüllt, zum Teil aber auch komplett leer. Es ist wild. Hier unten ist ein Mörderstau. Das ist gar nicht der Mörderstau. Hier ist der Mörderstau. Da haben wir, glaube ich, am Ende vom letzten Stream nochmal ein bisschen eine Lösung mit einer Ampel hierbei nicht gefunden. Ah ne, die haben wir rausgenommen. Die hat das Problem verursacht. So war das, ja. Ich erinnere mich. Das dauert jetzt natürlich eine ganze Weile, bis dieser maximal... der maximale Stau hier sich löst. Botenwolf, einen wunderhübschen. So. So, jetzt schauen wir mal gerade. Eine Wasseraufbereitung wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Lass uns mal ganz kurz hier... Aber im Moment keine Kapriolen, ne? Also das Netz nach hinten gibt auf jeden Fall noch durch. Der ist fast wieder voll. Der ist ziemlich voll. Der hier hinten ist auch ziemlich voll. Der ganz da hinten ist auch voll. Okay, also das Wasser ist in der Stadt selber. Schaut's gut aus, ne? Der ist leer. Aber der ist auch fast voll hier. Kann man denen irgendwie sagen, dass die Ausgabe hier... Der entscheidet sich... Also der entscheidet sich einfach für den ersten scheinbar. Und der Rest kriegt gerade gar nichts. Ja, okay. Zebra. Hallo Zebra. Ich denke mal, wenn die neuen Pumpen hier oben laufen, dann sollte das tatsächlich mit der neuen Einspeisung ein bisschen besser funktionieren. Ich sage euch, wie es ist. Das wird alles nicht reichen. Im Endeffekt, wir haben hier einfach viel zu klein. Das ist, wir müssten nochmal eine richtig bessere Wasseraufbereitung hier zusammensprudeln. Dann würde es, denke ich, funktionieren. Aber das ist jetzt erstmal stabilisieren und danach können wir es immer noch uns anschauen. Hier oben wird auf jeden Fall sehr viel gerade gleich gebaut. Gut. Sorgt natürlich für noch mehr Verkehr, der hier oben nach oben geht. Wobei der jetzt sich tatsächlich halbwegs etablieren lässt. Hier ist die Ampel am Laufen, das ist okay für mich. Okay. 43%. Steigt das noch? Ja, das steigt noch. Wie schaut es im Bützmarkt aus? Geht so, ne? Die kommen aber auch nicht ganz runter von dem Bedarf. Ja, die kriegen diesen Überdruck gar nicht abgebaut. Oder nur so... Ja, wobei, vielleicht. Jetzt. Sehr gut. Das heißt, hier kann auch was geholt werden, oder? Ja, noch haben die genug da drin, ja. Ist relativ. Wie schaut es in dem Markt hier vorne aus? Die sind on peak, ja, das läuft. Gerade so. Es läuft aber wirklich gerade so, ne? Einen Müllplatz, der voll ist. Wow. Okay. Das liegt wahrscheinlich noch an diesem Stau hier. Wobei die Fahrzeuge sollten hier unterwegs sein, ne? Da ist einer. Ja, der holt das schon. Okay, sehr gut. Da sollte man vielleicht auch Abseitscontainer setzen. Hier haben wir noch einen Stau. Das ist aber auch ampelbedingt. Genau, okay.
So. Okay. Gut, meine Lieben. So. Okay. Hier haben wir natürlich eine Problematik. Ohne Trinkwasser. Ja, das mit dem Trinkwasser, das hoffe ich, kriegen wir jetzt gleich hin. Hier fließt auf jeden Fall gut was durch. Der Tank ist aber nicht ganz, der leert sich sogar noch, ne? Die kommen nicht hinterher. Die brauchen momentan noch einfach mehr Wasser. Aber da wird hier auch langsam aber sicher was fertig, so wie das aussieht. Ich meine, der braucht noch ein bisschen. Vor allen Dingen aber Arbeitszeit, da es nicht schlimm ist, weil die Rohre erstmal alle hier gelegt werden müssen. So. Einen Tunnel, ja. Tunnelsachen wäre natürlich genial. Vor allen Dingen, wenn man das zum Beispiel dann hier rauskommen lässt, irgendwie hier unter der Raffinerie oder so. Das wäre schon geil, ne? Aber dafür brauche ich etwas mehr Ruhe. Ruhe ist eigentlich das Kernproblem. Weil sowas, wenn du planst, das dauert auch ein bisschen. Und dann mit mehreren Spuren auch, mit mehreren Einfahrt- und Ausfahrtspuren. Hier über hier vielleicht so außen rum. So ein bisschen in so einem Bogen. Wäre schon geil, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das so bauen können. So, wie schaut es jetzt hier aus? Kommen wir der Sache langsam mal nach. Das können wir mal prioritätsmäßig alles ein bisschen nach oben schieben. Es ist wichtig, dass diese ganze Geschichte hier fertig wird. Meinetwegen machen die erstmal ein Rohr von den allen fertig. Das reicht mir dann auch aus, ne? Also die Pumpen laufen auf jeden Fall hier auf Hochtouren. Die BWW, Bützenbacher Wasserwerke, die geben alles, ne? Die geben hier wirklich alles, aber die kommen einfach nicht nach. Späldierlöchen. Kein Strom im Markt? Nee. Markt schaut gut aus, oder meinst du da hinten? Das ist auch gut. Essen ist hier auch noch vorhanden. Einwohnerzahl ist relativ stabil. Danke fürs Bescheid geben. Das ist super wichtig, weil da kann ich mich jetzt nicht lange drauf konzentrieren, gerade um da dauerhaft hinzugucken. Ach, guck mal, die haben die Rohre schon gebaut. Ja, mega. Ja, es kann mal eine kurze Stromschwankung drin gewesen sein. Das ist momentan bei uns noch möglich. Das würde ich gar nicht abstreiten. Okay, hier oben laufen auf jeden Fall viele Leute hin. Hier ist aber ein Weg, der fertig ist, ne? Ja. Das sieht man unter dem Schnee leider nicht. Okay, kurze Frage. Die Bützenbacher Wasserwerke Expansion ist im Gange, ja? Die ist im Gange. Jetzt schauen wir mal. Ressourcen sind da. Leute fehlen uns ein bisschen. Ich erhöhe mal ganz kurz die Arbeitskraft hier, dass das ein bisschen schneller geht. Mal gucken, wie viele aus der Stadt dann hochlaufen. Da laufen ein paar Leute ja immer hoch. Vielleicht sucht da gerade jemand einen Job, ne? Kann ja sein. Ja, ein bisschen was auf der Baustelle. Denn die reißen jetzt nicht viel, ne? Ah, jetzt wird schon ein bisschen besser. Sind Kräne da? Das hilft auch. Das hilft schon sehr. Ja, doch, okay. Mit der Anzahl an Personen kommen wir da tatsächlich relativ zügig ran. Da sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass sie die anderen Sachen schneller fertig kriegen, noch nicht so gegeben. Wobei, naja, geht so. Die arbeiten sich eigentlich ganz gut nach vorne, ne? Verteilt sich alles ein bisschen. So, haben die, was sagen die? Die kriegen immer noch nicht ausreichend Trinkwasser, ne? Die Quelle ist immer noch leer. Die hängen an diesem Wasservorrat und der hängt daran. Und der kriegt einfach nichts. Das ist natürlich wenig angenehm, ne?
Dass der auch komplett leer ist, ist natürlich für unseren Knast hier oben auch bestimmt nicht so geil. Hier ist noch Wasser drin, die verbrauchen nicht ganz so viel. Das hält eine Weile, aber auch nicht ewig, ne? Wird Zeit, dass wir mehr Einspritzung haben. Ich denke mal, tatsächlich mit der Direkteinspritzung aus den Wasserwerken sollte sich sogar von der Produktivität hier was tun. Wir werden sehen. Es sind nur noch ein paar um die 300 Tage, das ist okay für mich. Wir geben all in. Hier oben können wir das nicht, aber das sind auch deutlich weniger Arbeitstage. Schauen wir mal. Ja, unser Solarkraftwerk hier oben, da geht tatsächlich ein bisschen, fällt ein bisschen durchs Raster durch. Aber hier oben sehen wir schon, da wird tatsächlich schon ganz gut gebaut, ne? Also das geht relativ zügig, wenn jetzt noch die letzten paar Trümmer kommen, die uns noch fehlen. Ich weiß gar nicht, die könnten über hier oben kommen. Ziegel sollte ja verfügbar sein. Ja, da ist es auch. Ja, das geht relativ schnell, ne? Das ist der einzige Vorteil, der hier wirklich praktisch ist. So. Mechanische Bauteile hatten wir. Ein bisschen Elektroschrott. Ich glaube, mehr hatten wir hier nicht, ne? Kunststoffe oder so kamen hier nicht raus, ne? Ja, nee. Das ist okay, wie das hier aufgeteilt ist, passt für mich. Aber der Weg hier ist nicht fertig. Ja, okay. Das dauert jetzt eine Weile. Oh nein, das dauert deswegen eine Weile, oder was? Oh. Ja, gut. So, jetzt aber. Jetzt kann er abliefern. Deswegen dauert das so lang. Gut, dann. Das ist egal jetzt. Hauptsache, es ist geschafft. Zwergenbräu, Alter. Hier sind ordentlich Leute an Bord. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Stahl. Das müsste ja eigentlich von hier kommen. Hier wird sogar Bier nach oben gefahren. Boah, ist hier viel Stau. Ist immer noch so viel. Why? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Das haben wir weggerissen versehentlich. Den Wegpunkt, den müssen wir mal wegmachen. Nö, das ist hier schon. Okay. Jetzt scheint sich der Verkehr hier ein bisschen zu bewegen. Okay.
Ja, weil sonst kommen die Leute halt einfach auch nicht ran, ne? Ja, was ist denn jetzt mit den 1005 Milliarden Nachrichten? Das ist Wahnsinn. Tausend Arbeitstage. Easy, oder? Was das kostet, das Gebäude. Sage doch, Tunnel. Ja, also Tunnel, wie gesagt, Tunnel bin ich ja Fan von, ne? Also will ich gar nicht abstreiten, dass das eine coole Idee ist. Sind die mit den ganzen Rohren hier schon durch, oder was? Das, selbst die Weiterleitung würde schon funktionieren. What? Und hier fehlt wirklich nur der Stahl, ne? Ah, der kommt gerade. Jetzt fehlt noch ein bisschen Ziegel. Aber kein großer Eck, der kommt bestimmt gleich. Wie gesagt, Ziegel haben wir in rauen Mengen. Da kommt er schon. 2,8, das müsste das, naja, sind 14, was fehlt. Ja, die haben irgendwie in Kleinteilen abgegeben, warum auch immer. So, achtet mal bitte auf die Bevölkerung, einfach nur um zu gucken, ob sich das halbwegs stabilisiert. Staut sich der nächste, ist vielleicht wieder ein Rückstau, das werden wir sehen. Wie weit hat sich das, das hat sich schon deutlich nach vorne gearbeitet, das ist gut. Die kommen gut raus. Die wollen jetzt eh alle rein, also passt das schon mal. Wird mehr, steigt minimal. Okay, sehr gut, danke Chat. Okay, wie schaut es hier oben aus? Die Dinger brauchen natürlich noch ordentlich Arbeitszeit. Da fehlt auch noch ein bisschen Ziegel und so Zeug. Ist nicht die Wucht. Jumsi, hi, grüß dich. So. Komm, jetzt wirst du wohl die 13 Tonnen Ziegel ran schaffen können, oder? Ja, der ist schon fast da, okay. So, die sind fast durch. Wenn das fertig ist, ist der Verkehrsstau in der Stadt hoffentlich auch nicht mehr so wild. Weil dann dieser ganze durchdrückende Verkehr endlich mal vom Tisch ist. Von hier keinen Tunnel bauen, ne? Nee. Das geht leider nicht. Und ich kann ja nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung bauen. Das mit den Tunneln ist noch so eine ganz andere Nummer, ne? Tunnel sind eine geile Sache, wenn du eine Direktverbindung hast, aber wenn du das nicht hast, dann ist das gar nicht mal so einfach. Hier so wäre geil, ne? Ja, das wäre sogar machbar.
Okay, da hinten ist Disco. Warum haben wir da jetzt so Energieprobleme? Wir bauen doch hier nichts weiter um, oder? Das ist doch alles abgeschlossen hier. Das war das hier oben, wo wir umgebaut haben. Ich glaube eher, dass der die Leistung nicht mehr tragen kann. Ich glaube, jetzt kickt das Problem, was wir die ganze Zeit schon irgendwo haben, dass wir zu wenig Saft haben. Vielleicht ist das mit dem Solarkraftwerk keine dumme Idee. Hier am Wald eine Umgehung bauen. Ja, ja, wenn dann müssten wir das so machen, aber das geht's auch gar nicht. Also wir müssten hier quasi rein, dann irgendwie hier oben raus. Was? Hier könnten wir raus? No way. Wo habe ich ihn an? Da unten. Das ist gar nicht so dämlich, ne? No way. Nur 57.000 Arbeitstage. Sollen wir das machen, Chat? Einmal komplett an der Stadt vorbei? Bauen. Das sind 2 Kilometer. Du brauchst fast 1000 Tonnen Beton. Nur 57.000 Tage. Krass lange. Let's go. Der Bau ist gestartet, meine Lieben, ja. Okay, let's go. Das ist natürlich die Untergrundgeschichte des Todes, ne? Also das geht quasi einmal durch die ganze City durch. So. Du willst wohin? B laden am Müllplatz, da hinten. Hier. Ja, du musst in die Stadt rein. Das hilft einfach auch gar nichts, ne? Das mit dem Müllwagen ist vielleicht nicht ganz das Cleverste, ne, was wir hier gemacht haben. Ich finde, wir sollten hier... Unser Müllsystem macht viel von den Problemen. Und ich glaube, das können wir halt auch tatsächlich ein bisschen outsourcen. Wenn wir mehr mit Absetzcontainern arbeiten. Das heißt, die klassischen Müllgeschichten, die wir hier am Laufen haben, gegen Absetzcontainer tauschen. Ich glaube, damit gewinnen wir hier langfristig gesehen einfach auch mehr. Das geht aber halt nur an Straßenanbindungen. Und da müssen wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir da manche Sachen anders bauen. Ja. Hier unten ist mittlerweile aber auch kaum noch Stau. Das geht so. Ja, die haben halt massive Probleme, nehme ich an, ne?
Ja, der piekt, guck. Mal schauen. Alter, was die Stadt einfach an Verkehrsprobleme hat. Durch 5 Trilliarden Müllwagen. Einwohner sinken wieder. Mhm. Ja, wir können das Trinkwasser nicht halten. Wir haben es fast, ne? Also es ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit. Das Problem ist, jetzt kickt halt der Strom noch rein. Es müsste jetzt demnächst Wasser kommen. Sobald hier die Buden fertig werden, müsste unten eigentlich viel mehr Wasser ankommen. Der ist fast fertig. Der ist auch fast fertig, ne? Aber der macht, den könnten sie tatsächlich gleich fertig bekommen. Das heißt, dann läuft hier die erst in die nächste Wasserleitung durch. Jetzt kommt was. Jetzt schiebt aber rein, du. Okay, 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 da kommen 100, das kann nochmal deutlich mehr als das andere Ding. Alter Schwede, das ist mal Disco. Okay, jetzt kommt wieder Wasser an tatsächlich. Nicht so viel, wie ich bräuchte, aber immerhin. Und die arbeiten sogar mal fast so, wie sie sollen. Okay. Bus einsparen, ja, das ist tatsächlich ein guter Plan. Da müssten wir auf jeden Fall auch rein. Einfach weniger Busse, dafür größere Busse nehmen. Okay, jetzt kommt wieder auf jeden Fall wieder Wasser durch. Leider noch nicht an dem anderen System. Ich check's nicht, warum... Doch, doch, oder? Nee, das ist das obere jetzt, was anläuft. Oh. Ich mach das jetzt anders. Wir brauchen Wasser. Und da muss Wasser in das System reinfließen, um die Stadt ein bisschen zu füllen. Das kann nicht sein, dass wir hier gar kein Wasser bekommen. Schon seit ewigen Zeiten im Übrigen nicht mehr. Ich mach den einen Umlaufmotor, mache ich mal fertig. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen was an, ne? Geht gut auch was durch. Und jetzt sagen die, die haben alle Essen Wasser bekommen. Das könnte sein, dass das jetzt dieser Exodus langsam aufhört. Weil jetzt die Stadt wieder mit Wasser gefüllt wird. Und zwar überall. Ist die zweite Pumpe am Laufen? Nein. Aber gleich. Aber gleich, Leute. Jetzt kommt auch nochmal richtig Wasser rein. Jetzt schauen wir mal. Hier läuft aber nichts durch, ne? Ich gebe mal gerade der anderen ein bisschen Pumpe. Blöd, dass die das so nicht austauschen. Nach 5 Monaten dürfen die Bürger wieder duschen. Ja, war ja jetzt Winter, das ging mit Eisbaden ganz gut zwischenzeitlich. Okay, jetzt ist das Hauptwasser hier durchgelaufen. Jetzt reicht es wieder nicht mehr für beide Pumpen. Wir machen das mal weg. Das ist unsinnig mittlerweile. Ja, die schaffen das einfach nicht mehr. Aber es ist generell das Problem, ne? Also es kommt einfach zu wenig Wasser rein. Timo!
und Dankeschön für deinen Resub im 28. EU128-TV liebt den Stream hart. Danke dir. Vielen, vielen lieben Dank. Schau mal, das Wasser geht sogar noch zurück. Ich meine, der muss, ist klar, ne? Der muss auf der einen Seite, müssen die alle erstmal die ganzen Zwischenspeicher hier füllen. Der ist voll im Übrigen. Der hinten hat auch noch mehr Kapazität. Da geht's, hier vorne ist eher das Problem. Und das ist natürlich ein Rückstauproblem.